Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute spontan habe ich gedacht, werde ich einen so einen schönen leckeren Herbstkuchen backen mit schön viel Obst und das ist mein Ergebnis. Es ist richtig schön hochgegangen. Es könnte eventuell eine größere Form nehmen, dass die Teigschicht wird etwas dünner, aber der Teig ist so locker, so fluffig. Das schmeckt auch sehr wunderbar lecker. Noch dazu vielleicht aufgeschlagene Sahne und Tasse Kaffee und braucht man gar nichts mehr. Schaut, butterweich, richtig schöner, lockerer Teig. Und so schön saftig durch den viel Obst in den Kuchen. Es ist wunderbar lecker. So, liebe Freunde, wenn ihr Interesse habt, wie habe ich diese Kuchen gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Zuerst fangen wir mit dem Belag. Für den Belag habe ich jetzt typische Obst von Herbst genommen. Eine gelbe Pfirsich, zwei Äpfel, eine Goldkiwi und ein paar Pflaumen. Die werden wir klein schneiden. Die habe ich schon abgewaschen. Brauchen wir jetzt nur rausnehmen. Die Inneres und die Haut lasse ich auch dran, weil das sind die Bioäpfel aus eigenem Garten. Und schneide die dann. In so eine Würfel. Gebe einfach alles auf einen Teller. Dann habe ich mir noch so eine Goldkiwi genommen und die müssen wir erstmal schälen. Geben wir alles in feinen Teller. Und die Pflaumen werden wir auch vom Kern entfernen und auch in die Stücke schneiden. Und auch wieder in den Teller rein. Und so machen wir auch mit dem Pfirsich. Auch in die kleinen Stücke schneiden. So, Obst haben wir jetzt vorbereitet. Stellen wir an die Seite erstmal und machen wir uns auch noch ein bisschen Streusel. Ich nehme 100 Gramm Mehl. 50 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillezucker. So, und werden wir einfach zu einem Streusel verarbeiten. Einfach alles zusammen verreiben. Einem Streusel. So, das haben wir und stellen wir das auch an die Seite. Bevor wir jetzt den Teig anfangen zu machen, können wir schon unseren Backofen anmachen zum Vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Für den Teig nehme ich 3 Eier, 150 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanillezucker und werde das erstmal richtig schön cremig aufschlagen. Schaut ihr, unsere Masse ist heller geworden und richtig schön cremig. Und das Schwarze, was ihr seht in meinem hier Teig, das ist nur Vanilleschote, welche ich habe in meinen Vanillezucker verarbeitet. Jetzt zu dieser Creme. Geben wir so eine kleine Prise Salz, 50 ml Milch,
120 ml Öl, neutrales Öl, das kein so Geschmack und Geruch hat, und ein Päckchen Quark. In meinem Fall habe ich jetzt 20% Fettgehalt genommen. Geben wir das alles hier rein und gut verrühren. So, das haben wir alles gut verrührt. Und jetzt brauchen wir Mehl, Backpulver. Sieben wir unbedingt es alles durch. Das Mehl habe ich genommen, Dinkelmehl Typ 1050. Und liebe Freunde, alle Zutaten stehen unten in die Beschreibung. Wenn ich was vergesse zu sagen oder so, könnt ihr immer alles da nachlesen. Von dem Mehl habe ich jetzt genommen 300 Gramm. Mal schauen, ob das es reicht oder nicht. Und ein Päckchen Backpulver. Geben wir portionsweise rein. Einmal und dann nochmal. So, die Konsistenz von dem Teig wirklich sehr gut geworden. So lassen wir es. So, nehmen wir dann uns Form. Meine Form ist 28 cm Durchmesser und ich habe die bisschen angefettet mit meinem Backtrennmittel, was ich mal auch selber mache, und dafür habe ich auch ein Video. Und jetzt füllen wir den Teig da rein. Und werden wir glatt streichen. Für oben drauf haben wir uns Früchte vorbereitet. Und die Früchte werden wir mit 1 Teelöffel Mehl und 1 Teelöffel Speise stärken, dass die nicht so zu viel Feuchtigkeit den Teig geben und so klitschig werden. Was noch kann man hier reinmachen, das ist auch noch Zimt. So nach eurem eigenen Geschmack. Das werden wir etwas vermischen miteinander. Und das alles geben wir jetzt oben auf unseren Teig. Es wird ein richtig schönes, saftiges Kuchen. So viel füllen kann man ganz leicht in den Teig reindrücken, dass es ein bisschen in den Teig reingeht. Und jetzt brauchen wir nur oben drauf Streusel aufteilen. Und jetzt verteilen wir unsere Streusel oben drauf. Außerdem zum Beispiel Mehl bei dem Streusel kann man halb-halb machen und 50 Gramm Mehl nehmen und 50 Gramm gemahlene Mandeln nehmen. Schmeckt auch gut, wenn wir natürlich keine allergischen Reaktionen haben wegen Nussallergie. Das geht jetzt in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 40 Minuten. Es kommt nach Art eurer Ofen, aber auch wie viel Früchte haben wir gegeben, und müsst ihr einfach ein Stäbchentest machen. Jetzt geht erstmal in den Backofen. So, mein Kuchen habe ich doch 50 Minuten gehalten, weil schaut ihr, wie groß es ist. Richtig volle Form, und dann hat man auch angesehen in die Mitte so ein bisschen wie so eine Kuhle. Das heißt, wenn es so ist, dass unten ist noch die Mitte noch nicht durchgebacken. Das muss die bitte aufpassen, weil das durch die vielen Früchte ist natürlich auch die Feuchtigkeit in dem Kuchen viel zu hoch. Und wenn ihr dann mit den Stäbchen probiert, spürt ihr auch schon sogar bei dem Reinstechen, wie es das reinkommt und wie es rauskommt. Und nach 40 Minuten, es war noch wirklich hier sehr, sehr, sehr geklebt. Deswegen, Stäbchentest ist wirklich sehr erforderlich. Und jetzt lasse ich es mal kurz in den Form stehen, so ungefähr so 10 Minuten. Und nach 10 Minuten ziehe ich dann auf den Gitter den Kuchen runter und lassen wir ihn erstmal abkühlen. Und danach schneiden wir ein Stückchen ab.
So, es ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde vergangen. Der Kuchen ist noch richtig warm, aber wir werden schon mal ein Stückchen rausschneiden und mal schauen, was wir da gezaubert haben. Schaut ihr, wie toll sieht er aus und schneidet sie sich so schön weich. Jetzt probieren wir noch ein Stückchen. So, schaut ihr. Schön hoch. Jetzt könnte man eigentlich eine größere Form für diese Mähne nehmen, vielleicht etwas quadratisches oder Auflaufform nehmen, weil dann haben wir sehr viel Teig. Aber der Teig ist so fluffig, liebe Freunde, richtig schön weich und so viel saftige Füllung. So, liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Eine schöne, wunderschöne Kaffeezeit wünsche ich euch auch. Freue ich mich natürlich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr dankbar. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mich besuchen bei Facebook, Twitter oder Instagram. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!